Was geht, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu diesem Video. Nehme ich euch den Beat von dem absoluten Überbanger Hello World von Echo Mercy und Alex Connor und mir natürlich erklären werde. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns direkt in FL Studio. Da sind wir auch schon in FL Studio und ich werde euch jetzt diesen Überbanger Breakdown. Falls ihr den Song noch nicht kennt, würde ich sagen, zeige ich euch den einmal. Der ist wirklich übertrieben krass. Alle Links auch in der Beschreibung, also checkt den da gerne aus. Es wird uns mega supporten, aber gönnt euch einfach. Gamer. Sein. Wir sind gezeichnet von dem Leben und der Einsamkeit. Ich geh OD, wieder werd ich kreidebleich. Sie legt mir Steine in den Weg, sag, kannst du nicht einmal leise sein? Hello, hello, hello world, hello. Ich war niemand auf dem Weg zum Diamant, okay. Yes, sir, also ich denke mal, ihr habt auf jeden Fall gehört. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, packt in eure Playlist, streamt den, das wird uns mega supporten. Wir gehen jetzt aber direkt in den Beat. Wir fangen leider heute nicht mit dem Sample an, weil das war, wie man hier sehen kann, so ein Sample von mir. Ich habe damals leider die Samples-Files nicht mehr gespeichert und in dem Beat habe ich schon mit der exportierten File gearbeitet. Deswegen weiß ich leider nicht mehr genau, was ich da gemacht habe, beziehungsweise kann es euch einfach nicht mehr zeigen. Das klingt aber so, ich denke mal, man kennt es von Anfang des Songs auch. Ja, es ist nichts groß Besonderes, es sind halt ein paar Instrumente gelayert, dies, das und so halt. Wir fangen aber direkt mit dem Drop an. Ich denke mal, das Krasseste, wie gesagt, das Sample ist nicht so krass bei dem Song. Das Interessanteste ist der Drum Bounce und den zeige ich euch jetzt. Also, wir fangen an mit dem Hi-Hat-Pattern. Oder beziehungsweise wir können eigentlich mit dem Rim anfangen. Es war eine Zeit, wo ich sehr viel Rim benutzt habe und keine Snares oder Claps. Rim einfach immer auf der 3. Yes, sir. Und dann haben wir hier eine Counter-Snare, die immer quasi in die nächste Bar einleitet, außer auf der letzten. Genau, ist quasi die Antwort auf das Rim, also wie eine Counter-Snare arbeiten sollte, countert das so ein bisschen aus. Dann kommen wir zum Hi-Hat-Pattern, was schon sehr interessant ist. Also wir sehen, wir haben ein durchgängiges 4-Step-Pattern auf C. Das ist im Prinzip das Main-Hi-Hat-Pattern. Ihr seht auch in der Velocity am lautesten. Und dann haben wir darüber noch quasi so eine Art Hi-Hat-Pattern, was ein bisschen höher gepitcht ist. Hier sehen wir ein ganz normales 2-Step-Pattern, was einige Breaks hat. Ich gehe erstmal auf die Breaks ein, okay? Also wir sehen hier immer kurz vor dem Rim geht es einen im Pitch runter, was einen coolen Effekt gibt. Und dann, dass die 3 und ist immer abgeschnitten. Das heißt, es kommt quasi, die Hi-Hat geht aufs Rim drauf. Und dann ist eine kurze Pause und dann kommt die Hi-Hat wieder rein. Das ist der Effekt. Und genau, wir sehen hier auf der 4 auch noch die 808, da steigt die Hi-Hat dann wieder ein. Dazu kommen wir aber später. Dann weiter durchgehendes 2-Step-Pattern und vor der Hi-Hat abgeschnitten. Das ist auf der 3, die 3 nochmal betont. Da kommen gleich auch die 808s drauf. Das baut alles aufeinander auf, zeige ich euch gleich. Und dann geht es wieder auf die 1 rein. Diese Breaks sind extrem wichtig für den Bounce. Wir sehen natürlich hier im Prinzip, da geht die Hi-Hat noch weiter. Aber das obere Hi-Hat-Pattern ist relativ laut. Durch den höheren Pitch kommt es auch lauter rüber. Deswegen sorgt das auch für extrem viel Bounce, dass hier diese leeren Stellen sind. Ansonsten habe ich hier immer noch zwei kurze, hier solche Rolls müssen es sein, diese Einstellung, die im Prinzip immer diese Zählzeit betonen, wo auch noch eine 808 und auch eine Kick ist im späteren Verlauf des Beats. Einfach zwei hintereinander, ist ein cooler Bounce an der Stelle und das ganze Pattern hört sich dann so an. Was ich natürlich vergessen habe, wir haben natürlich zwei Reverse Hi-Hats hier kurz vor der 3 und hier, der wieder in die 1 reinführt, hat man gerade auch schon gehört. Dann kommen wir zu 808. Das Pattern ist eigentlich sehr, sehr simpel und was das Pattern ausmacht, ist diese beiden 808s. Dazu kommen wir aber später. Wir fangen an immer 1, 4, ganz simpel und dann hier 1, 2 und 4, Call and Response Drum Trick Pattern, was ich sehr häufig benutze. Dann auf die 3 hier das hochgepitchte B und dann das D, was dieses Bum, 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 diese Dun, 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 das wichtige im 808-Pattern ist. Dann wieder das gleiche Pattern und hier zweimal dann das gleiche Pattern. Achtet mal hier drauf, das setzt den Vibe von dem Beat einfach extrem, finde ich. Yes, Sir, ich denke, das ist sehr deutlich geworden. Und man merkt auch, wie die 808 mit dem Hi-Hat-Pattern spielt, etc. Und dann kommen wir zum zweiten Teil der Hook, weil wie man im Song schon gehört hat,
es fängt die Hook an, etwas leiser, und dann baut sie sich im zweiten Teil extrem auf mit dem Hello, Hello, Hello World. So, weißt du, dann ist voll die Energy da, was sich auch nochmal durch diesen Riser hier betonen lässt. Aber da gehe ich nicht so genau drauf ein, weil das ist nur ein Riser. Wir machen mal hiermit weiter. Und zwar kommt die 808 rein. Wir sehen, die 808 spielt das komplette Pattern nach, außer diese eine 808 an dieser Stelle. Ansonsten ist es einfach nur drüber gespielt. Und die Open Head, die immer auf der 1 und der 4 ist. Dann klingt diese Stelle so. Ihr merkt auch, im Sample ist ein hohes Instrument dazugekommen und direkt ist, hat die Stelle viel, viel mehr Energy und baut viel mehr auf. Und an der Stelle auch Hello World, der Main Part von dem Song, wo alle mitschreien und abgehen. Dann kommen wir zum Part. Im Part ändert sich eigentlich nicht viel. Wir haben nur hier einen Cut. Die 808 geht raus, Kick und Open Head auch. Die Hi-Hat schneidet auf der 3 abgeschnitten und die 808 kommt dann auf der dritten 1 wieder rein. Auch hier, ihr seht dieses Bum, 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 gibt extrem den Bounce von den Vibe von dem Song. Hier ist dann Echos Part, dann kommt die zweite Hook, der zweite Part, der genauso aufgeteilt ist wie der erste, nur dass wir hier den Cut nicht so haben, sondern dass die Hi-Hat erst auf der 3 reinkommt. Und dann kommt wieder die Hook, beziehungsweise hier kommt dann nicht die Hook, doch hier kommt die Hook. Und dann kommt am Ende nochmal Mercy's Part, der war beim Originalbeat nicht drin, ist aber im Prinzip einfach nochmal genau der Part hier einfach dahin gecuttet. Also ist auch nichts Besonderes. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Comment, Abo, ihr kennt das. Und dann sehen wir uns wieder am Mittwoch um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und seit neuestem am Montag auch um 17 Uhr. Bis dahin, habt noch einen spannenden, haut rein. Ciao.